Streit zwischen Gott und Satan. Sie diskutieren über Hiob. Und ich finde, diese Szene erinnert schon an Goethes Faust. Auch da fragt Gott Mephisto den Teufel, kennst du Faust? Wahrscheinlich hat Goethe sich tatsächlich von dieser Hiobsgeschichte inspirieren lassen. Allerdings nehmen beide Geschichten einen sehr unterschiedlichen Verlauf. Hiob gilt als frommer Mann, durch und durch. Er wird mit allen Härten des Lebens geschlagen und bei ihm geht es um die Frage, warum ein Mensch leiden muss, der doch in keiner Weise einen Fehler gemacht hat, im Glauben nie auf Irrwege geraten ist. Dr. Faustus gilt als Gelehrter. Er wird mit allen Freuden, aller Lust des Lebens verführt und ihm, dem aufgeklärten, modernen Menschen, gefallen diese Teufeleien im Grunde ganz gut. Um Gottes Glauben geht es Faust nicht und sein Gretchen ahnt es, wenn sie fragt, wie hältst du's mit der Religion? In beiden Geschichten aber, und das finde ich interessant, lässt Gott sich herausfordern, indem er sich auf die Frage des Satans einlässt wie auf eine Wette. Ich finde, das ist ein interessantes Gottesbild. Gott, der Wetten eingeht über unser Verhalten als Menschen. Die Kirchentagsübersetzung spricht nicht wie Martin Luther von Satan, sondern vom Ankläger. Auch das wäre ja ein interessantes Teufelsbild. Der Teufel als derjenige, der die nervigen Fragen stellt, der nachbohrt, uns bloßstellt mit unseren glatten Antworten und Rechtfertigungen. In der Hiob-Erzählung sagt Gott, dann erlaube ich dir, Hiob alles zu nehmen, was er besitzt. Nur ihn selbst darfst du nicht angreifen. Gott macht es sich relativ leicht, finde ich. Gott schickt nicht das Leid, aber er gibt Satan die Möglichkeit, Hiob anzugreifen. Und Satan ergreift die Möglichkeit. Er zerstört alles, was Hiob besaß. Und es hagelt die sprichwörtlichen Hiobsbotschaften. Erst alle seine Viehherden sind zerstört, alle seine Knechte sterben. Ja, und dann sterben auch noch seine 7 Söhne und seine 3 Töchter. In der Bibel ist das ziemlich brutal kurz dargestellt. Aber es ist die größtmögliche menschliche Katastrophe, die Hiob passiert. Nicht nur verarmt Hiob von jetzt auf gleich, er verliert alles, was ihm Bedeutung, Reichtum, Sicherheit verschafft hat. Und mehr als das, er verliert seine Kinder. Das Schlimmste, was Eltern sich vorstellen können. Wie soll denn ein Mann, ja auch seine Frau, das verkraften? Muss da nicht die Frage kommen, wie kann Gott das denn zulassen? Warum ich? Ich habe doch alles getan, ich habe nicht gesündigt. Warum ich? Mir erzählte ein Mann kürzlich, wie der Tod seines 25-jährigen Sohnes ihn völlig aus der Bahn geworfen hat, sein ganzes Leben in Frage gestellt hat. Er ist in eine schwere Depression geglitten, hat sich völlig zurückgezogen. Gespräche mit seiner Frau waren nicht mehr möglich. Sie konnten als Eltern nicht mal sprechen über diesen Verlust, weil sie keine Worte hatten für dieses Unsagbare. Erst nach Jahren haben Freunde ihm geholfen, ein kleines Unternehmen zu gründen, ihn gedrängt, ihm sogar einen Kredit gegeben. Mich hat das an die Hiob-Geschichte erinnert, über die ich gerade nachdachte. Dabei hat dieser Mann in Anführungsstrichen nur eines seiner Kinder verloren. Sein Schmerz war aber so unermesslich, dass er gar nicht mehr wusste, wie er leben sollte mit diesem Schmerz. Und solcher Schmerz lässt Eltern verzweifeln, an Gott, aus der Kirche austreten vielleicht, sich im eigenen Leben nicht mehr zurechtfinden. Umso irritierender, muss ich sagen, finde ich da Hiob. Der Mann hat alle seine Kinder verloren. Da muss er doch schreien, verzweifeln, nicht ein noch auswissen. Hiob ist aber dieses Idealbild eines rechtschaffenen und frommen Mannes. Es heißt in der Bibel, da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde, neigte sich tief und sagte, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dass jemand das sagen kann, nachdem ihm alles genommen wurde, ist nicht nachvollziehbar. Solches Gottvertrauen angesichts der Zerstörung der eigenen Existenz, angesichts des Verlusts der eigenen Kinder, ist das überhaupt möglich? Nichts ist doch so schwer zurückzugewinnen wie erschüttertes Vertrauen.
Das gilt in menschlichen Beziehungen. Das gilt mit Blick auf die Politik, die Wirtschaft. Diese lässt grüßen. Wird das Wahlversprechen gebrochen, wird die Partei nicht nochmal gewählt? Hat das Unternehmen bewusst betrogen und gelogen, warum sollte ich da nochmal ein Auto kaufen? Obwohl es scheint, dass Menschen vieles auch wieder schnell vergessen oder vergessen wollen. Satan jedenfalls muss zugeben, dieser Hiob ist unerschütterlich in seinem Glauben. Es ärgert ihn. Er kann es nicht zulassen. Er will Gott weiter herausfordern und so stichelt Satan weiter. Gut, Hiobs Glaube wurde durch alles, was ich ihm angetan habe, nicht erschüttert. Aber was wäre eigentlich, wenn er selbst körperlich leiden würde? Und Gott lässt sich auch auf diese Herausforderung ein. Kleiner Machtkampf zwischen Gott und Satan, so scheint es, auf Kosten von Hiob. Hier setzt der Bibelarbeitstext ein. Hiob ist jetzt von Geschwüren am ganzen Körper übersät. Er sitzt da nackt und kratzt sich mit einer Scherbe die Geschwüre vom Körper. Das ist unsäglich. Am Ende gescheitert, am Boden vollkommen. Aber auch angesichts dieses Zustands beginnt Hiob nicht an Gott zu zweifeln. Das erscheint jetzt fast übermenschlich. Gehört denn nicht der Zweifel an Gott doch auch zum Glauben? Dürfen wir Gott unser Leid nicht klagen und schreien und zweifeln, ja? Warum lässt Gott das zu? Das ist die Frage des Buches. Dieser Mann wird zum Spielball von Gott und Satan. Würde er vom Glauben abfallen, hätte ja Gott die Wette gewonnen. Das ist doch unvorstellbar. Was würde das bedeuten für unser Gottesbild? Es gibt theologische Kommentare, die erklären, Gott dulde das Leiden der Menschen, um ihren Glauben zu prüfen. Das würde Hiob nahelegen. Ich kann ein solches Gottesbild, muss ich sagen, da gehen mir alle Nackenhaare hoch, das kann ich im christlichen Glauben nicht verankert sehen. Dann wäre Gott ja ein Marionettenspieler. Dann wäre Gott ein Marionettenspieler, der hier mal eine Krebsdiagnose, da einen Unfall und da eine Terrorattacke schickt, gerade so, wie es Spaß macht. Im Hiob-Buch wird am Ende klar, dass der Mensch nicht alles verstehen, nicht alles erklären kann. Und ich bin dankbar, Gott wird mit Hiob reden, Hiob darf fragen. Gott stellt sich am Ende dem Gespräch. Aber das müssen wir sagen, die Frage nach dem Leid bleibt offen. Der Mensch findet keine Antwort. Warum ist das Leid in der Welt? Und auch Satan als Antwort ist viel zu einfach. Das Thema Satan können wir nicht abtun. Es gibt Teuflisches in der Welt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen den Teufel, wenn wir verzerrte Gesichter von hasserfüllten Menschen sehen. Es gibt Menschen, die handeln wie der Teufel selbst. Satan steht dafür, dass Menschen abgebracht werden, sich abbringen lassen vom rechten Glauben, vom rechten Weg, dass sie sich von Gott entfernen. Satan versucht ja in der Bibel selbst Jesus zum Angeklagten werden zu lassen durch die Versuchung von Macht und Herrschaft. Und diese Verführbarkeit zum Bösen, die erleben wir heute auch. Wenn ein Mensch seine Macht, noch schlimmer seine Macht in der Kirche, in einem kirchlichen Amt, dazu benutzt, ein Kind zu missbrauchen, dann ist für mich der Teufel in dieser Welt sichtbar, sehr sichtbar. Ein solcher Mensch kann sich nicht selbst entschuldigen. Ich entschuldige mich ist kein adäquater Satz. Jeder Mensch ist verantwortlich für sein Tun. Niemand kann sich selbst freisprechen von seinen Verfehlungen. Unsere Kirchen sind verpflichtet, nicht die Täter zu schützen, sondern die Opfer. Und das Ich finde, vor vielen Jahren hat das die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika vorgelegt. Versöhnung kann es nur geben, wenn die Opfer gehört werden, wenn die Opfer angehört werden mit ihren Geschichten und die Täter offen ihre Schuld bekennen. Nur dann sind Schritte in die Zukunft möglich. Ich will ein anderes Beispiel nennen, dass wir nicht dem Satan in die Schuhe schieben können.
Wenn ein Mensch die Bombardierung hilfloser Zivilisten befiehlt, geht das doch über jeden Verstand. Das ist nicht Verstandessache. Das geht gegen jedes Mitgefühl. Da ist der Teufel im Spiel. Und dieser Mensch hat Verantwortung. Und der, der die Bombe wirft, hat sie eben auch. Es ist Verantwortung und nicht dem Teufel in die Schuhe zu schieben. Ja, ich finde schon, es hätte was Erleichterndes, wenn wir immer sagen könnten, es ist der Satan hat Schuld. Aber es wäre zu leicht. Christinnen und Christen.